Jo, mein Lieben, so, schau, wow, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor dem Video sage ich mal wieder, das ist ein Timmin-Video. Das heißt, hier gibt es keinen krassen Schnitt. Wer krassen Schnitt will, schaut die anderen Videos an. Den Schnitt wird es hier nicht geben. Bye. Und zwar, Leute, fangen wir mal von ganz von vorne an. Ihr erinnert euch doch daran, als vor ein paar Jahren die 1.9 released wurde. Und ihr wisst ja alle, dass die 1.9 nicht so geil war. Auf jeden Fall wollte Mojang ja damals was ganz was Neues ausprobieren, was es noch nicht in Minecraft gegeben hat. Und es war die 1.9. Es gab natürlich richtig, richtig viele coole Features, die dazugekommen sind. Aber natürlich auch viele schlechte. Unter anderem hat Mojang damals das schlechteste Update überhaupt in der ganzen Minecraft-Historie rausgehauen. Und zwar das Combat-Update. Ihr wisst es ja, du schlägst jemanden, es hat einen Cooldown von, keine Ahnung, 1,3 Sekunden und dann kannst du ihn erst wieder schlagen. Das war der größte Scheiß, den es überhaupt gab, Leute. Tut mir leid, dass ich mich jetzt so ausdrücken muss, aber das war der größte Kack, den es überhaupt gegeben hat. Und damals hat ein großer Teil der Minecraft-Community gesagt, dass sie dann halt keinen Bock mehr haben darauf. Daraufhin haben dann die großen Minecraft-Server das alles in-game wieder umgeändert, dass du zwar mit der 1.12 spielst, aber immer noch den Cooldown von der 1.8 hast. Das war dann natürlich ganz nice, aber es war halt einfach nicht mehr das gleiche. Und dann, nachdem Mojang immer ein Update nach dem anderen, 1.10, 1.12, 1. ich weiß nicht was rausgehauen hat, sind dann die Server natürlich auch nicht immer hinterhergekommen. Und nach haben sich einfach ein paar Server dazu entschieden, dass sie das mit dem Updaten und Cooldown einfach nicht mehr machen, sondern die Version einfach so lassen, wie sie ist. Und seitdem sind einfach manche Server einfach nur noch auf der 1.12, das heißt, der Cooldown ist einfach kacke. So viel schon mal zur Vorgeschichte davon. Vor ein paar Wochen, daraufhin, nachdem natürlich Mojang gesehen hat, dass die Minecraft-Community immer mehr, weniger Leute werden, haben sie einen fetten Post auf Twitter rausgehauen, den ich jetzt leider nicht mehr gefunden habe, um ihn einzublenden. Und zwar steht in dem Post, dass sie bald ein fettes Update raushauen, in dem alle neuen Funktionen dabei sind, plus das alte Combat-Update. Und ja, Leute, stellt euch das mal vor, die ganzen neuen Sachen, Lamas, Eisbären, der ganze Crap, der neu dazugekommen ist, plus das alte PvP-System. Natürlich ist das alte PvP-System nicht mehr komplett umsetzbar, wegen halt den ganzen neuen Sachen, aber es wird richtig heftig nah dran sein und da freue ich mich schon so, so fett drauf. Und Leute, wenn dann die Version raus ist, kommt auf jeden Fall ein fettes Video von mir dazu raus. Und dieses Update, Leute, könnt ihr das Blatt nochmal komplett wenden und Minecraft wieder ins Licht zurückschieben. Aber ihr denkt euch bestimmt, wie soll ein einziges Update ein ganzes Spiel wieder zurückbringen? Ich erkläre es euch. Und zwar, falls dieses fette Update rauskommt und es so geil wird, wie ich es denke, dann werden alle YouTuber, die Minecraft machen oder mal Minecraft gemacht haben, wieder ein Video dazu raushauen. Und es wird wieder fett für Aufmerksamkeit sorgen. Denn Leute, einfach ein paar Looten würde mit so einem Video über 1 Million Klicks machen. Und dann könnt ihr euch schon denken, wer von den Leuten, die ein paar Looten gucken, dann wieder anfangen würden, Minecraft zu zocken. Und das ist jetzt einer von den großen Leuten. Einer von den großen Fischen. Also Mojang, haut dieses Update raus. Ich warte darauf, Leute. Ich warte darauf. Und dann, Leute, würde ich einfach mal sagen, das soll es vom Video gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auch auf dieses fette Update freut. Und wenn ja, freue ich mich natürlich richtig fett darüber. Hier findet ihr die anderen Videos. Das soll es vom Video gewesen sein. Haut rein, macht's gut und ciao.